Hallo, herzlich willkommen bei Heferlkuchen Revival. Ja, regional kochen wird immer beliebter und interessanter. Heute möchte ich euch zeigen, wie man regionales Rindfleisch bei uns vom Nachbarbauern, haben wir regionales Rindfleisch gekauft, verarbeiten kann. Ich zeige euch jetzt einmal die verschiedenen Fleischstücke. Für die Suppe habe ich ein Beinfleisch, als Rinderbraten ein hinteres ausgelöstes und eine dicke Schulter kann man für Ragouts, Geschnetzeltes oder auch für Schnitzel verwenden. Hier zeige ich euch nun ein regionales Beinfleisch. Man sieht das schöne Fett in der Mitte, das zeichnet das Beinfleisch aus, eine schöne Marmorierung. Dieses Stück reicht für 4 Personen, um Suppe zu kochen. Ich verwende dann das gekochte Rindfleisch gerne als Einlage oder auch zum sauer marinieren. Dieses Stück ist das hintere ausgelöste, das eignet sich wunderbar für einen Rinderbraten und zum Dünsten. Das ist eigentlich nach dem Rostbraten das nächste Stück gewachsen in Richtung Hals. Wir haben ein vakuumiertes Stück dicke Schulter. Die Aufbewahrung im Vakuum hat den Vorteil, dass das Fleisch gut nachreift. Ich habe nicht so viel Verlust am Blut. Und dieses wunderbare Stück dicke Schulter kann man eben für Schnitzel hernehmen oder auch in Würfeln schneiden für Ragout oder wenn ich es kleiner schneide für ein geschnetzeltes. Zum Zuputzen, parieren sagen wir in der Fachsprache, verwende ich ein Ausbeinmesser. Wichtig ist hier, wenig Fleisch wegzuschneiden und wirklich nur das dicke Fett hier abzunehmen. Und beim Runterschneiden ziehe ich fest an dem Fett, an der Haut, dass so wie hier ganz wenig Fleisch am Fett oben bleibt. Diese Abschnitte werden auch Parieren genannt, kann man für Soße oder für Suppe verwenden. Die dicke Schulter ist ein mageres Fleisch, im Gegensatz zum hinteren ausgelösten, ist daher auch ein bisschen trockener und muss sich wirklich ganz weich schmoren. Dieses Fleisch eignet sich auch für mein Rezept Brisieren. So, diese Seite habe ich jetzt zugeputzt, jetzt drehe ich noch um, mache hier die Kontrolle, hier haben wir die Silberhaut, den möchte ich auch gerne entfernen. Beim Rindfleisch sollte ich pro Person ca. 180 bis 200 Gramm roh Gewicht rechnen, weil ich doch einen größeren Kochverlust habe. So, das Fleisch ist jetzt wunderbar zugeputzt, jetzt beginne ich schon die Schnitzel zu schneiden. Ein besonderer Schnitt beim Schneiden von Rindschnitzel ist der Butterfly- oder Schmetterlingsschnitt. Hierbei ist mir wichtig, dass ich nicht ganz bis unten durchschneide. Ich ziehe jetzt hier auf die Seite und schneide hier einen zweiten Schnitt, ungefähr, wenn man so schaut, einen schwachen halben Zentimeter schneide ich hier runter. Dieser Schmetterlingsschnitt eignet sich dann wunderbar für Rinderrouladen. Das Fleisch wird dann dünn gekropft, mit Senf, Speck, Wurzelgemüse und Gurkel belegt, eingerollt mit der Fülle und dann kann ich diese schöne Roulade braun dünsten, pressieren. Rechts oben findet ihr das Video zum Thema Pressieren. Ein häufiger Fehler beim Schneiden von Fleisch ist, dass es falsch geschnitten wird. Wie ihr hier sehen könnt, verläuft die Faser der Länge nach. Ich mache auf diesem Stück Rinderschulter hier Rindergeschnetzeltes und nun schneide ich längs der Faser ein, in ca. 2 bis 3 cm Streifen. Und hier sieht man ganz die Faser laufen der Länge nach. Dann noch einmal. Und hier ist wichtig, gegen die Faser hier das Geschnetzelte zu schneiden. Das gewährleistet mir, dass das Fleisch beim Dünsten nach dem Dünsten nicht zäh ist, sondern wirklich schön zart ist. Und hier ist es perfekt geschnitten in schöne feine Streifen. Vom restlichen Teil der Schulter schneide ich nun Gulasch. Hier muss ich wieder beachten, die Längsfaser auf 3 cm dicke Stücke einschneiden. Und im Gegensatz wie beim Geschnetzelten lasse ich jetzt die Stücke recht groß. Dieses Stück halbiere ich noch einmal, so dass ein Würfel von 3 bis 3 cm herauskommt. Das 800 Gramm schwere Stück Beinfleisch schneide ich in 3 Stücke. Die Zubereitung einer kräftigen Rindsuppe habe ich vor, demnächst ein Video zu produzieren. Nun komme ich zu meinem letzten Stück, das hintere ausgelöste. Hier entferne ich auch die Silberhaut von oben und kontrolliere die Rückseite, ob eventuell Knochenstücke oder harte Sehnenstücke, so wie hier, drauf sind und die entferne ich. Dazu verwende ich ein Ausbeinmesser,
Das zeichnet sich durch eine breite, feste Klinge aus und die schmal nach vorne zusammenläuft. Das garantiert einen gleichmäßigen Schnitt. So, die dunklen Stellen entferne ich noch ein bisschen. Von den ganzen 5 Kilo Rindfleisch, das wir hier jetzt verarbeiten und vorbereiten zum Einfrieren und teilweise gleich verkochen werden, ist nur ganz wenig Perön. Das sind nicht einmal 200 bis 300 Gramm. Die teile ich auf zum Einfrieren fürs Beinfleisch für die nächste Suppe. Also nicht wegschmeißen. Das kann man wunderbar, gibt mir wunderbar Kraft für die Suppe. Nun möchte ich euch zeigen, wie man ein großes Stück Fleisch binden kann. Manchmal habe ich einen gefüllten Schweinsrücken oder auch hier das Rindfleisch. Möchte ich eigentlich, dass es eine schöne Form während des Bratens behält. Dazu nehme ich einen Spagat und beginne am vorderen Ende, ca. 2 cm nach dem Anfang, fest zusammenzuschnüren. Danach führe ich den Faden einmal um die Hand. Das bildet eine Schlaufe und ich ziehe von vorne den Spagat drüber, circa einen Abstand von 2 cm zum ersten Bindfaden. Das kann manchmal passieren, das ist kein Problem, da macht man Knoten rein. So, noch einmal, das ist abgerissen, das macht aber nichts. Über die Hand und festziehen. Und die nächste Reihe beginne ich von hinten. Wieder den Spagat über die Hand, über das Fleisch ziehen. Und man sieht schon, wie sich das Fleisch schön in die Form begibt, die der Bindfaden jetzt vorgibt. So, dazu schneide ich jetzt noch circa ein 15 cm langes Stück ab. Drehe das Fleischteil um und in jeder Bahn ziehe ich den Faden durch und ziehe ihn leicht fest. So, beim ersten Mal sieht es ein bisschen kompliziert aus. Probiert es einfach, ihr werdet sehen, das ist ganz einfach. So, vom Ende binde ich jetzt die zwei Fäden zusammen. Und dieser Bindfaden sieht man hier jetzt die schöne Form, die das hintere Ausgelöste durch das Binden bekommen hat. Hier findet ihr weitere Videos von mir. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, wie einfach es ist, regionales Rindfleisch vorzubereiten, damit ihr wirklich super Gerichte aus der Region zubereiten könnt. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Gefällt mir und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!